Verdammt! Na komm schon. Fortress Haus. Nicht gut. Angesprochen, Sie hier gesehen zu haben. Vielleicht hat er gelogen. Er hat gelogen, als ich ihm den ersten Finger abgeschnitten habe. Aber ich habe ihm Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das treibt den Preis hoch. Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Hier mit der Halskette. Und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Sie sind ein Risiko eingegangen, ja, zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Allerdings hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novigrader Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Bitte nimm sie nicht auch noch in Schutz. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Du wirst es nie lernen. Scheißt du dich schon ein? Auf ihn! Von beiden Seiten! Ruf die Wache! Irgendjemand! Wo ist das Versteck? Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken.
Hexer, die haben ein Leben. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Nun? Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Das höre ich mehrmals am Tag. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Ah, richtig. Dafür musst du zum Marigold. Und der Hexer hatte zwei Scheiterhaufen Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Regen aus. Stopp. Hörst du? Da! Noch zwei! Schnapp sie! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir koppert halt. Sie sind schon hier. Hast du genug? Auf ihn! Mistkackwurm! Es ist nur ein Hexer! Du Ohr! Verdammt, wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Hier lang, Geralt. Yeah.
Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tancreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet, bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen, Mistzing. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Raduwits rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse. Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich schwöre, ich will die Magie sein lassen, wenn ich hier lebendig rauskomme. Das kannst und wirst du. Viel Glück. Raduwit und der Kult sind dagegen. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Ist alles vorbei. Halt. Nun? Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg.
Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Schön viele. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacca-Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung? Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Die Leiche ist blass, vertrocknet.
Wunden am Hals und an den Schultern. Klauenspuren, lang und scharf. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ein niederer Vampir bleibt dicht bei mir. Sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Ich dachte schon, wir müssten Hitler da oben bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geraten. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen? Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger, da
Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Weißt du eigentlich, mit wem von du den Hinterstuhl? Verteilung! Wir können ihn nicht umbringen! Erinnert mich an meine Na komm schon! Machen wir schnell! Schneller! Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Merigold, wir müssen los! Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich liebe dich. Frau Merigold, wir legen ab! Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhardt, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzewallungen, zog einen Nadelstreifenwams an, die sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlank genug gemacht? Nein, sie sagte, Geralt, dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um. Triss? Ich dachte... Ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wie gut, dass Frauen ihre Meinung auch mal ändern. Dijkstra, sei mir nicht böse, aber... Ich verschwinde. Bin schon weg. Lass uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Sie sind jetzt in Sicherheit, richtig? Ja. Mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein. Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Taschentuch winken. Hoffentlich bereust du nicht, dass es anders gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieber. Kein Wunder. Auch ich bin um diese Jahreszeit sehr schön. Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach, wenn alles vorbei ist. Das würde Bälle und Bankette und viele andere langweilige Dinge bedeuten. Aber auch Bäder, Balsam, Körpermassagen,
Zum Ausgleich für die vielen Jahre, die du im Freien übernachtet und in Bergbächen gebadet hast. Klingt verführerisch. Müsste ich denn mein Leben als Hexer aufgeben? Nein. Du würdest von Zeit zu Zeit einen Monstervertrag annehmen, um in Form zu bleiben. Nicht zu Gefährliches, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich warte dann auf dich. Lass mich raten. Mit einem Essen bei Kerzenlicht? Kerzenlicht auf jeden Fall. Und einem Bett. Bisher haben wir weder das eine noch das andere gebraucht. Sie schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. H L A K B R. Hill Lagbr. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ein Code. Was denkst du denn? Danke, Geralt, für alles und was du am Hafen gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und was jetzt? Ist noch etwas früh für und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Wir werden unser glückliches Ende finden, eines Tages. Ja, irgendwo über Berg und Tal. Wir leben in einer grausamen Welt. Pläne lassen sich nur schwer machen. Und noch schwerer ist es, an sie zu glauben, so sehr man es auch will. Gerade eben war deine Stimmung noch anders. Es ging gleich wieder aus. Mach dir keine Sorgen um mich, Geralt. Und bitte sei vorsichtig. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran. Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Kaer Morhen. Ich war lange nicht mehr dort. Wir sehen uns, Hexer. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich werde dich auch vermissen. Männerduft, beißender Schweiß und Kastanienbalsam gegen Gelenkschmerzen. Dijkstra. Ach, diese Hexersinne. Vor dir kann man auch gar nichts verbergen. Das Gleiche könnte man von dir sagen. Lässt du mich jemals in Ruhe? Eines Tages schon, wenn ich dich nicht mehr brauche. Ach, Dijkstra. Was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Aert, Aert Carré, Guleta.
Du weißt, dass dieser Bastard Raduvid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvid umzubringen. Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Visimir gedient, Raduvids Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert. Es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängige Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Visimir und mir ist es gelungen, durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Raduvid der Strenge, dass ich nicht lache. Ja, Raduvid der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt.
diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Im Namen des Jahres. Warum erst morgen kaufen, wer eine Magierin versteckt, wird an seiner Seite brennen. Grüß dich. Zeig mir deine Waren. Bis dann.